Einen wunderschönen guten Tag, meine Orien Schleckermäuler, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name heißt Salabi zu dem TV und ich bin einfach nur ein ostdeutscher Ossi mit Mordsappetit. Ständig auf der Suche nach neuen kulinarischen Köstlichkeiten. Oh Mann, war das ein schwerer Satz. Leute, wer hat da mal wieder keinen Bock zu kochen? Richtig, icke, weil in der Hitze, wie gesagt, ich stelle mir in die Küche und koche hier 3 Stunden oder was. Deswegen war ich bei Lidl meines Vertrauens, habe mir hier ein paar Chicken Wings geholt, hier ein paar Knusper Kartoffeltaschen, ich hoffe, die schmecken, mit Kräuterfüllung drin. Genau, und die HP-Soße habe ich mir auch wieder instant gegönnt. Die kostet mittlerweile auch 3 Euro, aber ja, was soll man machen? Das ist einfach nur eine richtig nice Soße und Qualität hat seinen Preis, Leute. Ich würde sagen, die Dinger kommen jetzt in den Ofen und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, die Chicken Wings, die sind jetzt aus dem Ofen, genauso wie die Kartoffeltaschen. Ja, die sind ein bisschen weich, die Kartoffeltaschen, aber macht alles nichts. So, die unglaubliche, die ist spicy, habe ich jetzt erst gelesen, die Soße. Das ist eine spicy Soße, okay. Ja, gut, ein bisschen scharf. Müsste ich endlich meinen Feuerwehrhelm aufsetzen. Den habe ich da. Ach, warum eigentlich nicht? So, Leute, Sicherheit geht immer vor. Feuerwehrhelm ist am Stissel. Der ist von Kaufland damals, von Fasching noch oder so, keine Ahnung. So. Wenn wir mal die Kartoffel... Ah, das ist noch heiß. Wenn wir mal die Kartoffeltaschen probieren. Heiß. Der ist aber immer so gierig, der Knilch. Ja. Chicken Wings, sowieso beste. Ich glaube, ich habe schon auf dem Kanal jetzt 3-4 Mal Chicken Wings gemacht, aber immer wieder ein Hochgenuss, wie ich finde. Ich würde sagen, bist du hungrig, machst du genau das hier. G steht für Gönnung, Leute, ihr wisst Bescheid. Mahlzeit. Diese Würzung. Die sind immer tipptopp gewürzt, die Dinger. Gibt es nicht auszusetzen, Ranne. Und die Wartezeit ist immer ein bisschen lange. Halbe Stunde, Harry hat das schreibt auch wieder. Aber manchmal ist da ganz schön viel Knorpel dran. Ne? Und das gefällt mir nicht so. Na, hier sind doch noch Haare dran. Was ist das denn für eine Scheiße? Junge, hat jemand die Hühner nicht richtig geruppt oder was? Ja, ist ja. No. Die Dinger schmecken mir fast besser hier, das sind die Flügel, glaube ich. Die Dinger schmecken mir viel ein bisschen besser wie die Keulen so. Ja. Die kannst du einfach so runterziehen. Und dann einfach genießen. Aber ich muss sagen, hier die Soße. Die ist überhaupt nicht spicy, die kann jeder essen. Kartoffeltaschen mit Kräuterfüllung. Junge, wer das erfunden hat, dem gehört der Nobelpreis umgehangen. Die schmecken richtig lecker. Hat er hier schon wieder rumgespuckt, die Sau? Junge, Junge. Naja, gut. Und da ja viele gefragt haben, wegen dem 3000 Abonnenten Special. Ich muss mir da wirklich was einfallen lassen, Freunde. Das wird, Moment, es kommt gleich, legendär. Es wird legendär, es wird wirklich legendär. Einige Szenen werden wahrscheinlich dabei sein, wo man denkt, junge Salami, läufst du 3 Meter neben der Schuhe oder was? Wie alt bist du denn? Aber ja, mein Gott, Junge, ein bisschen entertainen gehört dazu. Das geht doch nicht über so eine krosse Pelle da. Siehst du? Wenn die so lapprig ist, kannst du vergessen. Schmeckt die nicht. Schmeckt die nicht. Ja, Leute. Heute ist mal Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür.
Und ich kann mit Stolz verkünden, Leute, ich habe schon 2 Wochen keinen Alkohol getrunken. Und mir jetzt eigentlich, man muss jetzt sagen, mir jetzt wirklich blenden dabei. Ja? Aber wenn du manchmal aufgestanden bist, hast du so einen Kater. Und dann guckst du, neben Bette steht da, da stehen da zwei Büchsen Bier oder so, die du am Vorabend nicht getrunken hast. Hast du die morgens mal um 9 Uhr schon ringrennen. Aber das mache ich jetzt nicht immer, um Gottes Willen, Leute. Bekommt kein falsches Bild von mir. Das habe ich mal gemacht, 2-3 Mal. Das war die Sache, wo die Matratze aus dem Balkon geflogen ist, nicht aus Fenster. Ich muss mich da korrigieren. Ich habe beim letzten Video gesagt, die Matratze ist aus Fenster gefeuert worden. Nee, das war der Balkon. Naja, was macht man hier alles im Suff, ja? Junge, wer schreibt denn hier? Harry, was will er denn? Und ich hab auch so, Harry, ich hab dem mal angeboten, jetzt hast du ja deine 3000 jetzt hast du ja deine 1000 Abonnenten. Lass uns mal zusammen live gehen auf YouTube. Du kannst ja jetzt, ist ja seit kurzem, glaube ich, so eine neue Funktion, dass man da zusammen live gehen kann. Ich habe aber noch nicht ausprobiert. Guck mal, jetzt ziehst du einfach so ab, ne? Und Früchte des Lebens. Ne? Schmeckt denn gut. Gut, das ist mal eine Stelze gekocht, so wie der Tari immer macht. Das steht ja mal in der Küche, aber Respekt an dieser Stelle, an Harry, aber ich könnte das nicht jetzt so jeden Tag so kochen und da eine Soße machen und eine Mehlschwitze noch und sowas. Guck gerade Fernsehen hier, Großmanöver, Air Defender 23 über Deutschland, na Prost Mahlzeit. Aber mit so einem Düsenjäger würde ich aber auch mal gerne mitfliegen. Ich habe gehört, und Düsen hier ist schlimmer wie eine Achterbahn. Junge, es reicht aber, Harry, such dir einen Job, Junge. Die Kartoffeltaschen, diese Kräuterfüllung, die ist richtig erfrischend irgendwie. Da sind noch Kräuter mit bei, ja? Ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Also wer auf so Knabbern steht und so und Knochen abknabbern, der ist hier noch richtig. Ich bin nicht so der Typ. Sobald der verknorpelt ist, so, kann ich da nicht mehr drin beißen. Aber viele haben Probleme, wenn die auf so Knochen beißen. Ich habe da keine Berührungsängste irgendwie. Nö. Oh, die Soße ist lecker, ey. Guck, schön sauber abgetrennt. Ja. Und was ich noch machen will, da koche ich das aber selber. Ich will eine Currybulette machen mit Pommes oder Curly Fries. Mal gucken, je nachdem. Diese Knorpel, man, mag ich überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen der Nachteil an so einem Chicken. Aber ansonsten schmeckt das schon fantastisch, muss ich sagen. So eine scheiße Feuerwehrhelm. Ja. Bei Chicken Wings wisst man immer, wie man Schluss ist, ja? Ganz merkwürdig. Genau wie bei Bratwurst. Ich hole mir eine Packung Bratwurst, die esse ich auf. Da sind 5 Stück drin. Aber ich mache die nicht in eine Pfanne. Oh, Rotze.
Ich mach die in eine Pfanne, ich mach die immer unten im Backofen. Und bläden die erstmal so auf, und wenn du sie raus hast auf dem Teller, fallst du zusammen, Junge. So, irgendwann mal noch ein Essen hier. Das Verbrannte schmeckt immer am besten. So. Übrigens, ich muss meinen Müllsack heute rausbringen. Weil bis heute Abend fällt er nicht durch. Ja, dann kommen die euch schwarzen Fliegen wieder, wisst ihr? Haha, Junge. Nächsten Tag hast du Mahn in der Bude. Und das will keiner, glaube ich. Tut euch ja alles klar. Wenn ihr mal Bock auf Chicken Wings habt, holt euch die mal von Lidl. Die schmecken mir persönlich am besten. Und ach. Gut, dann bleibt mir nicht. Oh, Zelensky, Junge, was will der denn da? Hin fort mit dir, du. Nee. Ja, alles klar, Freunde. Bedanke mich für Zusehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund. Genießt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns spätestens Sonntag wieder. Bleibt mir nicht mehr zu sagen, wie, ja, ab nach draußen in der Sonne. Gut, Leute. Mein Name ist Salami zu dem TV. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt alle gesund und immer schön hungrig bleiben. Tschüssi.